Das wird hinterher ein ganz anderes Timing haben, wenn wir es einmal geschnitten haben. Ja. Die nachfolgende Show wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Bottrop und Getränke Possemeier. Bei Possemeier. Willkommen bei Comedy im Saal. Bitte begrüßen Sie Ihren Gastgeber. Hier ist Benjamin Eichenberg. Ja, hallo. Schönen guten Abend, schönen guten Morgen, guten Tag, wann immer Sie uns sehen im Internet. Herzlich willkommen zu Comedy im Saal, unserer Corona-Ausfall-Online-Ersatzshow. Wir machen diese Show für Sie, die Sie uns nicht sehen konnten im März, nicht im April und auch im Mai. Können wir ja nicht vor Publikum spielen und deshalb haben wir uns für diese Online-Variante entschieden. Sie müssen aber auf nichts verzichten, das verspreche ich Ihnen, es sind alle Elemente der Show heute mit dabei und natürlich, Sie haben sie schon gehört, unsere fantastische Band. Ich darf ihn vorstellen, am Bass Dr. Manny Miketta, am Piano Roland Beethoven Mioska und The Drum Machine heute am Cajon Jens Otto und natürlich alles mit dem nötigen Abstand und wir haben auch ein bisschen Studiopublikum hier. Es dürfen ja zwei Haushalte mittlerweile zusammenkommen und das können Sie hier sehen. So, zwei Haushalte und zwar sehen wir hier unseren Sponsor Oliver Sepe, der uns freundlicherweise hier seinen Seminarraum zur Verfügung gestellt hat, in dem wir hier drehen dürfen. Aus diesem kleinen Seminarraum haben wir ein Fernsehstudio gezaubert und die reizende Ela, die uns heute hier versorgt hat, die Sie von der Comedy-Baustelle kennen, als Veranstalterin und als Chefköchin und unsere, ja bitte, 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 unsere gute Fee der Show, Katharina, die heute ihren Sohn mitgebracht hat. Wir machen Ganztagsbetreuung jetzt, wo die Kitas noch nicht geöffnet haben. Ja, und für Sie zu Hause bleibt auch alles beim Alten, denn wie immer zu Beginn unserer Show spielen jetzt The Pot Boys und zwar ein Stück für die Maskenpflicht. The Pot Boys! The Pot Boys und auch hier natürlich mit dem nötigen Abstand, den wir hier alle einhalten, denn, und das können Sie hier nochmal besonders gut sehen, wir haben die Infektionsketten durchtrennt. Riesengag, die Infektionsketten, die wir getrennt haben. Und weil das so ist, haben wir auch das Recht, uns heute Studiogäste einzuladen, die natürlich mit Abstand hier spielen werden. Und zwar ein Kollege, der sowieso im Mai bei uns gewesen wäre, live. Und ein Kollege, der neu zugezogen ist, der jetzt in Mannys, darf man das sagen, Elternhaus lebt, der das Haus gekauft hat, als er noch Geld hatte vor Corona. Zum richtigen Zeitpunkt verkauft, Manny, würde ich sagen. Heute bei uns in der Show Matthias Reuter und Nito Torres. Ja.
Und wenn Sie darüber hinaus noch spenden wollen, können Sie das auch gerne tun. Wir blenden das Konto der Evangelischen Kirchengemeinde am Ende der Show ein, nach circa 5 Stunden, wenn wir fertig sind hier. Dann können Sie uns gerne was überweisen oder schauen Sie einfach unten drunter bei YouTube. Da haben wir auch nochmal die IBAN-Nummer reingestellt. Und darüber hinaus haben wir eine tolle Aktion gestartet, und zwar ein Spendentelefon für mittellose Künstler, die in der Corona-Zeit nichts verdienen. Viele Künstler lebten ja sowieso immer schon von der Hand in den Mund, und jetzt darf man sich nicht mal mehr ins Gesicht fassen. Das sind harte Zeiten für uns. Vielen Dank für den Gag, gesponsert von unserem Sponsor Oliver Sepp. Und wir haben ein Spendentelefon eingerichtet. Sie können anrufen, und wir haben einen Prominenten gefunden, der extra aus Hamburg eingeflogen ist und heute für Sie nebenan mit Abstand sitzt in einer kleinen Kammer am Telefon und dort Ihre Anrufe und Ihre Spendenbeträge entgegennimmt, und zwar Udo Lindenberg. Ja, aber super, ich will die Kohle wieder am Anruf und so, und ich mit gerne und so. Du kannst auch tschüssen und Udo Lindenberg mit Mundschutz noch schlechter zu verstehen als ohnehin schon, aber wir finden es toll. 22.000 Euro für Markus Krebs, das ist toll, oder? Der so arm ist, dass er jetzt auf Autokino-Tournee geht. Und das finde ich gut. Er spendet ja, glaube ich, alles, was er da verdient, ne? Für kleine Theater. Ja. Tolle Aktion von Markus Krebs. Das gefällt mir persönlich gut. Man muss kreativ sein in diesen Zeiten. Kreative Lösungen sind gefragt. Unser Kollege Helmut Sanftschneider veranstaltet ja auch seine kleinen Mixshows in Autokinos. Und er hat uns einen kleinen Trailer geschickt. Und den können wir uns jetzt mal angucken. Helmut Sanftschneider, Ruhrkultur live. Sie können sich, glaube ich, noch Karten sichern für die 3. oder 4. Ausgabe mittlerweile, die er macht. Ja, man muss kreativ sein. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Muttertag musste man sich auch was einfallen lassen. Ich habe es in Bottrop in der Innenstadt gesehen. Da war jemand sehr kreativ. Das war ein schönes Bild. Ich musste unbedingt ein Foto davon machen. Schauen Sie hier. Alles Gute zum Muttertag in Zeiten des Kontaktverbots. Da kommt auch eine gewisse Herzenswärme mit rüber, oder? Wenn man die morgens rausholt aus dem Briefkasten. Gefiel mir sehr gut. Ja, aber es ist auch jetzt die Zeit der Lockerung. Das heißt, wir kommen so langsam wieder aus den Häusern. Es war 2 Monate lang nichts los. Das war soziale Kälte. Ja, man hatte keine Sozialkontakte. Man war in Isolationshaft. Es war ja mittlerweile schon ein neues Verb dafür im Umlauf. Parallel zum Virus. Man sprach von Corona-Nieren. Corona-Nieren im Homeoffice. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Im Homeoffice, man lässt sich doch gehen, oder? Man darf niemanden treffen. Es lohnt sich gar nicht mehr, morgens noch großartig in den Spiegel zu gucken, sich fertig zu machen. Ich habe das an mir selber festgestellt. Ich habe jeden Tag ein Selfie von mir gemacht im Badezimmer und habe gemerkt, wie ich verwahrlose. Zwischenzeitlich sah ich richtig scheiße aus. Schauen Sie hier. Ja, Gott sei Dank sind diese Zeiten jetzt fast vorbei. Wobei, den Corona-Bart habe ich mir noch stehen lassen. Steht hier, steht ja, hier gut. Find, ja, ein bisschen wie Prinz Harry. Du. Wie wer? Prinz Harry. Ich verstehe euch, ihr könnt die Masken doch jetzt abnehmen. Wir sind doch jetzt, und wir sind doch eine Hausgemeinschaft. Ihr könnt doch jetzt... Das ist so ein bisschen Ähnlichkeit wie Prinz Harry. Mit Prinz Harry? Ja. Ja. Ganz schick. Die meisten sagen, es wäre so skandinavisch. Es würde so skandinavisch aussehen. Einer von den Mördern da aus... Ich habe das aber auch festgestellt, wenn ich morgens in den Spiegel gucke, dann denke ich oft noch, es läuft der Schwedenkrimi vom Vorabend. Ja. Also, du hast ja Erfahrung mit dem Bart, ne? Du trägst ja schon länger einen, ohne Corona. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, ich muss mich dran gewöhnen, ich finde es immer furchtbar mit dem Bart, es bleibt ja alles irgendwie dran hängen. Also Essen und ja, so. Man, ne, hat ja dann auch für später was.
Ach so. Bei mir ist es oft der Bolognese-Bart dann hinterher. Ja. Man riecht Stunden später noch, was man mal gegessen hat. Ekelhaft eigentlich. Aber ich lasse es stehen als Zeichen dieser Zeit. Ja, und wenn es irgendwann so ausgewuchert ist wie bei Karl Marx, dann trete ich in die SPD ein und räume da auf. Mein Versprechen. Das heißt, ich werde mich schnell rasieren müssen, um dieses Versprechen nicht einhalten zu müssen. Ja, ich weiß nicht, wie habt ihr die Zeit verbracht? So, wie habt ihr das in den Medien? Fandet ihr auch, dass es teilweise Panikmache war zu Beginn? Ein bisschen überzogen? Ja, eigentlich nicht. Also ich fand schon, dass man erstmal runterkommen musste, um zu gucken, was passiert eigentlich. Ne? Ist ja alles Neuland für uns alle. Und jetzt kann man nach und nach wieder ein bisschen das Ganze auflockern. Ja, viele sagen ja, es war übertrieben. Übertrieben war aber auf jeden Fall die Bild-Zeitung, genauer genommen die Welt, also die Edelvariante der Bild-Zeitung, die hatten ganz zu Beginn der Pandemie eine Riesenschlagzeile: Überlebensstrategie für die Pandemie. Natürlich wurde ganz groß ausgeholt, hier hieß es dann, wer nicht in seiner Wohnung oder seinem Haus bleiben kann, ja wo denn sonst, in der Höhle oder was? Der sollte parallel zum Essensvorrat auch einen passenden Campingkocher und passend dazu Gas- oder Benzinvorrat anlegen. Und dann hieß es noch weiter, wer langfristig vorsorgen will und keinen Platz hat, kann einen Wasserfilter aus dem Outdoor-Bereich kaufen. Damit lässt sich etwa Oberflächenwasser trinkbar machen. Völlig überzogen, aber ich habe schon gesehen, wie halb Deutschland aus irgendwelchen Pfützen schlürft, sich alles Mögliche einfängt, nur nicht das Coronavirus. Also da hätte ich schon gesagt, ein bisschen weniger dick auftragen, lieber Axel Springer Verlag. Ja. Ja, aber momentan haben wir immer noch Kontaktverbot. Es ist noch nicht ganz aufgehoben und unsere Kollegen aus Bochum und aus Essen waren sehr kreativ. Christian Hedes und Ludger K. Sie haben ein Lied gemacht zu dem Thema und hier ist ein Ausschnitt aus dem Clip. Bitteschön. Er ist oft mit sich und Netflix ganz allein. Doch jetzt treibt der Frühlingssonnenschein ihn in den Park hinein. Dann sieht er sie dort auf der Bank, sieht ihren Blick. Von ihrem Lächeln überrumpelt, lächelt er beschwingt zurück und geht einfach auf sie zu, immer näher. Unverwandt sehen sie einander dabei in die Seelen wundersam gebannt. Dann steht er vor ihr, sie spüren, ihre Hände wollen einander berühren. Unbedingt, als diese Stimme jäh den Park durchdringt. Kontaktverbot, Kontaktverbot. Guck mal, die da vorn halten sich nicht dran. Kontaktverbot, Kontaktverbot. Wirf das Martinshorn und das Blaulicht an. Kein Treffen ohne Not. Kontaktverbot. Hey Drosten, hörst du mich? Du als Laborpapst hast einen geilen Posten. In dem ganzen Shutdown, Lockdown, Breakdown, Shakedown. Unerträglich, täglich grüßt der Doktor und das liebe Vieh. Vom RKI, Strategie nie ohne Maske. Und bei Edeka und Aldi wird mir bange. Denn die Maskenmasse an der Kasse wirkt wie im Swingerclub eine Rammelschlange. Liebe Spahn-Ferkel, der Regierung Merkel, euer Job ist hart, grad klar. Doch schaut mal da, Amazon auf dem Thron, digital triumphiert. Die echte Wirtschaft angeschmiert und abgeschmiert. Wenn ihr nicht aufpasst, kriegt ihr den Lauf. Schon vor der nächsten Wahl, wenn ihr wieder mal Stimmen fangen sollt. Schön fotogen, bürgernah, unsere Hände schütteln wollt. Ja, was sagen wir wohl da? Kontaktverbot, Kontaktverbot. Guck mal, die da vorne halten sich nicht dran. Kontaktverbot, Kontaktverbot. Wirf das Martinshorn und das Blaulicht an. Kein Treffen ohne Not. Kontaktverbot. Ludger K. und Christian Hedes. Und wir versuchen jetzt mal, den Kollegen Ludger K. hier live anzurufen, und zwar über dieses Gerät. Ha! Hallo Ludger, kannst du mich sehen? Hallo Benny. Wir haben noch nie über FaceTime kommuniziert. Das stimmt eigentlich. Ja. Ja, ich glaube, als wir uns kennenlernten, da war ja wirklich noch Weltscheidenzeit. Windows 95. Ja, unglaublich. Und jetzt sind wir schon hier angekommen. Endlich machen wir das. Ist übrigens schön, diese Decke zu sehen da. Das ist wirklich schönes Face, da karierte Decken. Das ist so wie in der Schachnovelle, also verfilmt mit Kurt Jürgens. Da liegt er auch im Knast und guckt an die Decke. Und da sind auch solche Quadrate. Und dann spielt er Schach.
Und wahrscheinlich, wenn das noch länger dauert, dann fühle ich mich auch wie Kurt Jürgens. Kurt Jürgens, natürlich die wichtigste Rolle, die er gespielt hat, war natürlich im Bond-Film Der Spion, der mich liebte. Ja, und muss man sagen, in diesem Film Der Spion, der mich liebte, waren die Steine aus Styropor besonders gefährlich. Ja. Ja, hast du noch irgendwas, was du... Ein Witz. Was du uns noch mitgeben möchtest? Hast du noch irgendwas... gab es überhaupt ein Thema außer Corona, das sich bewegt hat in den letzten Tagen? Nein, alles hängt irgendwie mit Corona zusammen. Und ich sage mal so, es kann nicht schaden, sich weitestgehend an die Vorschriften zu halten. Aber es kann ebenso nicht schaden, mitzudenken. Es kann nicht schaden, Dinge zu überprüfen, sich zu informieren, und es kann nicht schaden, sich seine eigene Meinung zu bilden. Wir verabschieden dich jetzt offiziell, ja? Ja. In der Show. Und dann alles Gute, meine Damen und Herren, Ludger K. zugeschaltet. Ja, wir sind in den Zeiten der Lockerungen und eigentlich denkt man sich, für einige Leute könnten ein paar Maßnahmen noch bestehen bleiben, das Kontaktverbot zum Beispiel für Familienclans, hätte ich nichts dagegen, oder einige Künstler könnten auch von mir aus gerne weiterhin nur aus dem Homeoffice senden, Bushido zum Beispiel, nur noch Homeoffice, oder besser noch, Innenhof der JVA Moabit, das fände ich toll. Ja? Einfach mal so ein paar Regeln lassen für einige Leute, Social Distancing auch weiterhin für Dieter Bohlen, um den weiblichen Anteil zukünftiger Abiturjahrgänge zu schützen. Das wären Maßnahmen, die würden mir zumindest gefallen. Da wäre ich sofort dafür. Und Sie dürfen natürlich nicht vergessen, wir haben Lockerungen, aber bleiben Sie vorsichtig. Ich habe auch hier so ein Desinfektionsmittel, das habe ich immer dabei jetzt. Das habe ich, kann ich nochmal zwischendurch vielleicht einfach nochmal, weil es so schön ist. Das war ein Werbegeschenk von meiner Mürzmann. Die haben das verteilt vor der Mürzmann und haben Sie mittlerweile schon geärgert, dass Sie zu Beginn der Corona-Krise dieses Desinfektionsmittel abgegeben haben? Denn das war ja zwischenzeitlich mehr wert als jede Aktie. Mittlerweile hat sich das ja so ein bisschen gelegt. Kriegt man noch Desinfektionsmittel? Ja klar, wieder. Man kriegt wieder, aber es ist teuer. Ja. Oder, das weiß ich nicht. Oder, also Musikschule ist jetzt ausgestattet worden, alle Räume voll mit DM, was ist die DM, diese Firma da, ne? Diese Discounter da. Alles voll von DM mit Desinfektionsmitteln. Ja, ich habe 14 Euro dafür bezahlt hier für so ein Ding. Ja, du hast auch so ein Beauty-Teil. Oder warst du bei Rossmann? Das haben wir schon DM genannt. Bei Douglas war das. Bei Douglas, DM Douglas. Apotheke in Düsseldorf. Apotheke? Düsseldorf. Das war ja vorher schon teuer. Das siehst du mal, dass der nicht ein Pfennig verloren hat. Das schneiden wir ja raus hier. Ne? Also, ja, ey, wer in Düsseldorf wohnt als Pianist, der geht auch in die Apotheke, um sich Desinfektionsmittel zu kaufen. Das habe ich an der Kasse mitgenommen. Also bitte, mitgehen lassen. Mitgehen lassen. Also. Ja. Ich hab ja die Hoffnung, dass sich viele Männer auch weiterhin die Hände waschen. Dass das dabei bleibt. Hier, die Damen im Publikum oder auch zu Hause, wenn Sie zuschauen, Sie wissen das ja nicht. Ich sehe ja teilweise wirklich einiges auf deutschen Herrentoiletten. Zum Beispiel am Bahnhofsklo. Letztens noch habe ich das erlebt, also was heißt letztens noch, als man noch auftreten durfte, als ich auf Tour war, vor gefühlt 5 Jahren. Da stand ich am Pissoir und hinter mir in der Kabine habe ich nur gehört, wie der Ätna ausgebrochen ist. Dann geht die Tür auf, es wurde nicht gespült. Ich kriege nur mit, wie er hinter mir an mir vorbeiläuft, geht raus, ohne Hände waschen, ohne nochmal in den Spiegel zu gucken, um sich die Schweißperlen von der Stirn zu wischen. Ja, so ein Vulkanausbruch hat Temperatur. Ja. Geht wieder zurück an seinen Arbeitsplatz im Backwarenladen. Einen Schokocroissant habe ich mir nicht mehr geholt. Nein. Deswegen, ich bin dafür, dass Sie diese Regeln durchsetzen, generell, um auch zukünftig vor Grippe zu schützen. Man muss die Hygieneregeln einhalten und gerade die Bahn legt ja auch Wert darauf. Die hat extra so ein Schild ausgehängt hier im Hamburger Hauptbahnhof. In unserem Kundenraum besteht eine Mund-Nasen-Bedenkungspflicht. Deshalb, man sollte noch mal darüber nachdenken, wie man sich hygienisch richtig verhält. Die Österreicher sind ja ein bisschen strenger. Da war zu lesen, Wiener Linien exekutieren Fahrgäste ohne Maske. Ist eine kleine Steigerungsform. Und man muss die Masken natürlich richtig aufsetzen. Man muss sie richtig tragen. Und das ist nicht leicht, sie überhaupt aufzubekommen. Denn das Deutsche Ärzteblatt hat darauf schon hingewiesen.
die Masken dürften insbesondere beim Auf- und Absetzen nicht berührt werden. Wenn sie es dann aber doch geschafft haben, die Maske irgendwie zu tragen, dann muss sie natürlich richtig sitzen. Wie es zum Beispiel verkehrt ist, zeigt uns unser Ministerpräsident. Das ging ja auch durch die sozialen Netzwerke. So ist natürlich falsch. So kommen Sie in kein Geschäft und vor allem schon mal nicht ins Kanzleramt. So wirst du auf gar keinen Fall Bundeskanzler, allenfalls Schützenkönig. Ich glaube, dafür ist er qualifiziert. Schützenkönig in einem Land, in dem Schützenfeste auf lange Sicht nicht mehr erlaubt sind. Das ist die Zukunft von Armin Laschet. So einen Fehler hätte man Armin Laschet gar nicht zugetraut. Ja, er hatte ja vorher dieses staatsmännische Auftreten im Tatort. Wir haben das, unsere Stammzuschauer werden sich erinnern, wir haben das mehrfach gezeigt, wie er sich verabschiedet von den Tatortkommissaren mit diesem sehr bedeutungsvollen Nachnicken. Wir haben den Ausschnitt nochmal hier, schauen Sie. Ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg. Vielen Dank. Vielen Dank, alles Gute. Dieses Nachnicken, das kann man nicht lernen an der Schauspielschule. Dafür muss man geboren sein. Ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg. Und dann abgehen. Nachnicken, unglaublich wichtig. Das wird Ihnen wahrscheinlich helfen, wenn wir jetzt die Wirtschaft wieder hochfahren. Das stelle ich mir auch vor, wie er den Wirtschaftsverbänden gegenübersteht und sagt, ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg. Vielen Dank. Vielen Dank, alles Gute. Vielen Dank, alles Gute. Das muss man können. Ne? Unsere Stammzuschauer werden sich erinnern, in der letzten Show, in der sie uns noch live erleben konnten, haben wir über den Machtkampf in der CDU gesprochen. Da hat sich mittlerweile einiges getan. Jetzt sind es ja drei andere Kandidaten, die gegeneinander antreten. Deshalb müssen wir einen Gag aktualisieren. Wir haben jetzt mittlerweile Norbert Röttgen, Friedrich Merz und Armin Laschet oder, um es mit den Worten von Sergio Leone zu sagen, the good, the bad and the ugly. Und ihr hattet ja den Soundtrack zu dem Film angespielt. Könnt ihr das überhaupt machen jetzt in der Online-Show? Dürft ihr da? Vielleicht kann man die Melodie ein bisschen verändern. Ne? Ja. Also wegen der GEMA gibt es sonst Probleme. Ne? Wie viele Töne darf man spielen? Ich meine sieben. Sieben? Mhm. Sieben Töne. Wie weit würdest du kommen bei dem? Das ist Schluss. Ne? Geht nicht. Aber fünf Stück waren das. Da. Ja. Könntest du irgendwie verfremden? Ja, wir können ja spiegeln. Spiegeln? Spiegeln. Ja, okay. Mach doch mal. Ja, ich glaube auch, da kriegen wir gar keinen Ärger. Wenn es so schief gespielt ist, wird sich niemand von der GEMA beschweren. Und es wird jetzt sehr spannend, wer das Rennen macht auf dem CDU-Parteitag im Dezember. Der nachgeholt werden muss, der wäre auch im April gewesen. Nicht nur unsere Shows ausgefallen, auch der CDU-Parteitag durfte nicht stattfinden. Und meine Prognose ist, Norbert Röttgen fliegt zuerst raus. Ich sehe die Schlagzeile schon vor mir. Röttgen kriegt aufs Föttgen. Das lesen wir im Dezember. Und dann ist doch die Frage, wer macht's von den beiden, Friedrich Merz oder Armin Laschet? Aber das heißt ja auch nichts. Also selbst wenn Laschet es schaffen sollte, dann ist er noch lange nicht im Kanzleramt. Denn jetzt rückt ihm ja Markus Söder auf die Pelle. Ich konnte den nie ernst nehmen, weil er mich immer erinnert hat an die Muppet Show. Ja, schaut mal hier. Ja. Konnte ich irgendwie nie ernst nehmen. Aber jetzt sagen alle, es ist der nächste Kanzler. Man nennt ihn jetzt schon den Corona-Kanzler. Und wir finden das eigentlich auch. Er sollte ins Kanzleramt. Wir haben eine Aktion gestartet. Söder ins Kanzleramt. Wir möchten daran erinnern, was er nicht alles für tolle Leistungen verbracht hat vor der Corona-Krise, die ihn qualifizieren fürs Kanzleramt. Wir haben eine kleine Zusammenschau für Sie vorbereitet. Eine Auswahl, wohlgemerkt. Und wir fangen hier an. Als Generalsekretär 2003 bis 2007 fordert er, Namen von Schwarzfahrern im Internet zu veröffentlichen. Wir sagen Söder ins Kanzleramt. 2006 fordert er härtere Strafen für Blasphemie im Strafrecht. Wir sagen Söder ins Kanzleramt. Als Mitglied des ZDF-Fernsehrats 2003 bis 2007 soll er mehrfach versucht haben, Einfluss auf die Berichterstattung des ZDF und die Gästelisten im ZDF-Morgenmagazin, um bei Maybrit Illner zu nehmen. Da sagen wir doch, Söder ins Kanzleramt. Dann geht's weiter. 2011 fordert er, zur besseren Integration von Einwanderern an Schulen regelmäßig die deutsche Nationalhymne singen zu lassen. Na bitteschön, Söder ins Kanzleramt.
Dann, als bayerischer Staatsminister für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz weiß er bereits 2010 Bescheid über den Hygieneskandal bei Müllerbrot. Erst 2012 verhängt er einen Produktionsstopp. Bei einer Abstimmung der 16 Bundesländer verhindert er 2011 im Alleingang durch sein Veto die Einführung einer Hygieneampel. Wir fordern Söder ins Kanzleramt. Als bayerischer Finanzminister macht er 2015 Stimmung für einen Austritt Griechenlands aus der Eurozone. Na bitte, Söder ins Kanzleramt. 2015 stellt er angesichts der Flüchtlingskrise das Grundrecht auf Asyl in Frage. Söder ins Kanzleramt. 2007 fordert er ein Verbot der Neuzulassungen von Autos mit herkömmlichen Verbrennungsmotoren ab 2020. 2017 ist er in den Jamaika-Koalitionsverhandlungen im Bund, dem CSU-Wahlprogramm entsprechend, gegen einen solchen Ausstieg. Wir sagen Söder ins Kanzleramt. Als bayerischer Ministerpräsident fasst er 2018 den Beschluss, dass in jedem Dienstgebäude des Freistaats ein Kreuz anzubringen sei und vereinnahmt ein religiöses Symbol für politische Zwecke. Wir fordern Söder ins Kanzleramt. Und wir wünschen ihm dabei natürlich wie immer viel Erfolg. So, wir schauen jetzt mal, ob noch weitere Spendengelder am Spendentelefon eingegangen sind. Wir schalten rüber zu Udo Lindenberg. Ja, ich bin hier. 30.000 ist für super. Ich bin 13. Ich bin hier. Pass auf, ich bin hier. Dann mach ich ein bisschen dazu. Ich kann mich alle Künstler und so hier unterstützen. Das Wahnsinn. 13.000 Euro für Brinks. Hätte man auch nicht gedacht, dass die Leute da so spendabel sind. Das ist natürlich toll. So, unser Kollege aus Mülheim, René Steinberg, hat auch einen kleinen Clip für uns zusammengestellt und den sehen wir jetzt. Hallo Bottrop, hallo Benjamin, ich grüße euch alle von Herzen. Ich wäre sehr, sehr gerne natürlich bei euch. Ich bin mit dem Herzen bei euch und ich freue mich so sehr, wenn wir uns bald wiedersehen. Ich wäre tatsächlich morgen auch gleich nebenan in Gladbeck und alles fällt aus. Umso toller, dass es diesen Entdeckergeist gibt, dass Menschen sich hinsetzen, was machen und wir uns eben dann halt im Internet treffen. Das freut mich sehr und die besten Grüße noch einmal von mir an dich, an Benni. Und ich möchte gerne zu diesen Zeiten ein Stückchen zum Besten geben, welches ich vor einiger Zeit getextet habe. Es nimmt Bezug auf diese diffusen Ängste, die überall herrschen, auf Eile. Und es erinnert vielleicht den einen oder anderen an ein klassisches Lehrstück, welches von mir wie folgt umgetextet wurde. Wer hamstert so spät bei Nacht und Wind? Es ist der Deutsche, der wieder mal spinnt. Er hat die Nudeln wohl in dem Arm und Klopapier für seinen Darm. Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? Siehst, Vater, du den Nachrichten nicht? Die Pandemie von Corona, sie naht. Mein Sohn, Hygiene dich bewahrt. Mein Vater, und hörest du nicht, wie die Grundversorgung zusammenbricht? Sei ruhig, bleib ruhig, mein Sohn, es reicht die Seife zur Desinfektion. Mein Vater, und siehst du nicht dort, Mehl und auch Nudeln sind längst schon fort. Mein Sohn, bedenke, wir gehen nicht gleich für Jahrzehnte in die Quarantäne. Bleib ruhig, bleib besonnen, mein Kind, wenn beim Händewaschen wir sorgsam sind, dann leiden wir alle auch keine Not. Also, horte nicht Klopapier wie ein Idiot. Dankeschön. Küsschen an alle und hoffentlich bis bald. Ja, habt ihr euch denn zu Hause auch in der Corona-Zeit um die Kinder gekümmert? Ja. Roland, musstet ihr auch Ich habe gerne mit meinem Sohn habe ich viel gespielt und ich habe ein bisschen musikalisch weitererzogen, also früh erzogen und dann sind wir etappenweise vorgegangen. Ja, er war schon auf einem guten Weg. Er hat letztes Jahr schon angefangen, Beethoven zu hören. Ne, wir haben ihn ja vorbereitet auf dieses Beethoven-Jahr, was wir jetzt feiern. Und dann hat er viel Beethoven gehört. Ja, und jetzt habe ich angefangen, mit ihm ein bisschen Musiktheorie zu machen. Ja, wir können das für die Zuschauer nochmal, die nicht dabei waren in den Shows, wo wir es immer gezeigt haben, nochmal wiederholen, wie du dein Kind zu Hause im Griff hast. Das ist toll. Lenny, wie macht der Vogel? Und wie macht Beethoven? Da, 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 da.
Großartig. Und jetzt gibt es eine Fortsetzung. Du hast mir den Clip geschickt. Genau. Ich habe ja jetzt so mit ihm die Noten haben angefangen durchzugehen. Und ich finde, mit 3 Jahren macht er das schon ganz anständig. Lenny, sag mir mal, wie heißen die Notennamen? G, D, E, F, G, A, H und wieder C. Gib mir 5. Nochmal, feste. Super. Wahnsinn. Wer braucht noch Schule oder Kita? Ne? Das ist toll. Jens, was hast du gemacht in der Zeit? Ich habe Masken genäht. Masken in Altenheim. Ui. Und Kinderlieder aufgenommen. Und bin dabei, einen Corona-Song aufzunehmen. Ein Corona-Song? Ja, aber das wird ein Sommerhit. Also ist noch nicht. Ist noch nicht ich hoffe, dass Corona kein Sommerhit mehr wird. Und Manni, du warst auch kreativ, ne? Du bist im Tonstudio gewesen bei dem Keller. Mal, also ich fand die Zeit ja großartig. Alles ist zu, alles ist geschlossen. Und es regnet. Also für mich gibt es nichts Größeres. Da sitzt du dann einfach schön da und überlegst, was kannst du machen? Außer ein bisschen üben und so. Und dann habe ich mich meiner alten Songs erinnert und dachte mir, komm, mach mal was draus. Und dann habe ich da angefangen, meine ganzen Selfies, die ich von mir gemacht habe, mal zu verwursten. Und du hast den Clip ins Netz gestellt. Wir können also der Link wird unten eingeblendet. Wir können mal reingucken. Der Song heißt Gute Laune. Der heißt aber sowas von Gute Laune, ja. Hat was, von den 90ern, würde ich sagen, so ein bisschen. Ja, 80er, ne? War voller 80er. Also ich habe das Ding geschrieben, da war ich noch jung und nicht nur schön. Und, da warst du schon jung. Also du heißt es ja immer noch schon jung. Ja, du warst da war ich schon jung und nicht mehr schön, genau. Aber der passte so gut in die Zeit. Jede Strophe und so, dachte ich mir, die ist bombig für die heutige Zeit, für meine Stimmung, die ich zu Corona-Zeiten empfunden habe. Und du warst in der Waschstraße oder was war das vorhin? Dieser unglaublich tolle Bildeffekt. Das war eine originale Waschstraße. Ja, das war, also ich habe ja wie gesagt lauter Selfies gemacht, aber als ich dann dieses Keyboard-Solo gespielt hatte, dachte ich mir, wie langweilig, wenn ich jetzt meine Finger auf die Tasten lege. Ne, macht ja jeder beim Keyboard-Solo oder sowas. Oder nein, nicht normal mein Gesicht. Und dann dachte ich, welches Footage könnte ich denn dann nehmen? Und mir ist eingefallen, ich hatte kurz vorher, war ich Reifen wechseln, war April und witzigerweise war es der 1. April. Und dann dachte ich mir, wenn du schön neue Reifen hast, dann geht's in eine Waschstraße. So. Allerdings, als ich dann da rauskam, stand da so ein Typ vor mir, breitbeinig hat er sich vor mir aufgebaut und ließ mich nicht durchfahren. Sie haben gefilmt. Geben Sie mal Ihre Kamera. Ich denke, was soll ich meine Kamera jetzt abgeben? Ich bin Musiker und ich werde da bestimmt mal Musik zumachen zu dieser Kamera. Das ist so schön. Haben Sie mal Ihre Waschstraße von innen gesehen und so? Ja, ich kenne die. Aber sie hätten mich um Erlaubnis fragen müssen. Ich denke, wieso? Was ist das? Ich fotografiere doch nur hier ein bisschen so. Nee, meint er, Sie könnten ja ein Spion sein. Wie, was für ein Spion? Ja, ein Spion? Spion von der IMO Waschstraße, oder? Ja, sicher. Von einer anderen Waschstraßenfirma. Und dann baldobern sie hier unsere Geschichte aus und so und stellen die eventuell ins Netz oder verwenden die gegen uns und so weiter und so fort. Das ist nicht erlaubt. Und ich habe das natürlich erstmal für einen Aprilscherz gehalten, die ganze Kacke. Aber der war sehr, sehr hartnäckig, der gute Mann. Bis er dann nochmal meinte, was machen Sie beruflich? Meine ich Musiker. Ach, auch so ein armes Schwein. Gut, dann, aber nächstes Mal fragen Sie mich. Und dann durfte ich dann weiterfahren. Aber hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. Und ja. Sie können den Clip komplett sehen. Der Link steht unten drunter bei YouTube. Jo. Ja, und falls Sie zu Hause auch sagen, ich nutze vielleicht die Zeit noch, die mir bleibt, die ruhige Zeit, jetzt kommt die Sommerpause für viele, ich möchte ein bisschen was lernen, ich möchte auch musizieren können, möchte auch so einen tollen Clip aufnehmen können, dann haben wir genau das Richtige für Sie. Hier ist die Instrumentenkunde mit La Senora. Thank you.
So, und wir sind auf dem besten Wege aus dem Lockdown. Die Wirtschaft muss angekurbelt werden, man muss wieder was tun. Es gab Horrornachrichten in den letzten Wochen. Hier zum Beispiel die Westfälischen Nachrichten schrieben, ein Teil der tief in die Krise geratenen Unternehmen hat unterdessen die Entsorgung der nicht mehr benötigten Mitarbeiter vereinfacht. Ja, und wir wollen die Wirtschaft ankurbeln. Wir haben unser letztes Taschengeld. Wir armen Künstler haben unser letztes Taschengeld zusammengekratzt und werden uns jetzt ein Eis bestellen beim Unternehmen, das auch unterstützt werden muss, nämlich bei unserem Freund Darino, der auch erstmal geschlossen hatte, dann nur noch am Schalter Eis verkauft hat und jetzt wieder öffnet. Und wir werden versuchen, jetzt mit ihm zu telefonieren über FaceTime, was uns gar nicht aufhalten wird. So, Reno, versuche hier Videotelefonie. Ah. Kann es sich hier nur um Stunde handeln, bis hier rangeht, eh? Ah, ciao Rino. Da Rino ist und Tortenwelt hier. Hallöchen. Hi, wir wollen deinen Lieferservice in Anspruch nehmen. Aber gerne doch. Rino, schick uns doch mal eine Rutsche Spaghetti-Eis rüber. Okay. Alles mach klar, wir sehen uns gleich, ne? Ciao, ciao. 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 So, und wir schauen noch einmal unser Spendentelefon, ob weitere Gelder eingegangen sind. Ja, für unsere Online-Ausgabe von Comedy im Saal haben viele Kolleginnen und Kollegen einen kleinen Clip geschickt und auch unsere Kollegin Dagmar Schönleber aus Köln, die sich ein bisschen mit Verschwörungstheoretikern beschäftigt hat. Bitteschön. Hallo Bottrop, hallo Comedy im Saal. Hier ist Dagmar Schönleber aus der Station Köln. Ich wollte mal kurz vermelden, was hier so los ist. Ich war am Wochenende in der Innenstadt, weil ich dachte, oh Mann, Lockerungen, gehst du mal raus, gucken, was das so mit den Leuten macht. Ja, ich war nicht die Einzige, die draußen war, habe ich dann festgestellt. In der Innenstadt konnte man sich tatsächlich inspirieren lassen. Ich habe mich dann auch direkt von Xavier Naidoo und Attila Hildmann modisch updaten lassen. Und ich dachte, ich probiere es mal aus. Man muss ja ein bisschen offen sein. Aber Leute, so ein Aluhut ist doch... ist auch unbequem, ja, schränkt auch irgendwie ein, auch in der Denkkapazität, ganz offensichtlich. Denn was mir ja tatsächlich wirklich, was sich mir überhaupt nicht erschließt bei diesen Corona-Gegnern, die auf diesen Hygienedemos jetzt unterwegs sind, sind ja die Kausalketten. Also die da offensichtlich ein bisschen durcheinander gekommen sind. Also diese Argumentation, wenn die jetzt sagen, ja toll, das ist ja gar nicht so schlimm geworden. Die Krankenhäuser waren ja alle gar nicht voll oder total überlaufen. Das ist ja hier gar nicht Italien. Da hätten wir uns diese ganzen strikten Maßnahmen ja auch sparen können. Ja, hallo? Das ist so, als wenn ich vom Essenstisch aufstehe und sage, toll, jetzt bin ich satt. Hätte ich mir das Essen ja auch sparen können. Oder wenn ich morgens aufstehe und sage, toll, jetzt bin ich wirklich ausgeschlafen, hätte ich mich ja gar nicht hinlegen brauchen. Ich hoffe, dass das bei euch in Bottrop ein bisschen anders aussieht mit der Denkleistung, aber ich habe ein gutes Gefühl. Ich sage, macht's gut, haltet euch wacker, lasst die Finger voneinander und alles Gute. Tschö. Und Dagmar Schönleber ist jeden Samstag live zu sehen ab 20.15 Uhr im Hoftheater Bayernfurt in der Online-Show, die jede Woche dort aufgezeichnet wird, jeden Samstag. Und sie hat immer einen Song der Woche, den sieht man dort oder auf ihrem YouTube-Channel. Und der aktuelle Song der Woche ist dieser hier. Schatz, ist das nicht wunderbar? Endlich sind sie wieder da, stecken ihre Köpfe raus ins Freie. Master in Checkologie von der YouTube University. Sammeln Sie sich und marschieren in Reihe. Bill Gates oder die Juden oder sonstige Eliten wollen die Welt versklaven und uns allen Spaß verbieten. Immer neu und doch dieselben Theorien. Wenn die Aluhüte wieder blühen, wenn die Aluhüte wieder blüht.
Ja, nicht nur wir durften nicht auftreten in Corona-Zeiten. Auch in den Kinos war nicht viel los, es sei denn, sie besitzen ein Autokino. Sogar der neue Bond-Film wurde verschoben. Wäre natürlich auch zynisch gewesen, wenn jetzt in diesen Tagen ein Film in die Kinos kommen würde mit dem Titel »Keine Zeit zu sterben«. Fehlt eigentlich nur noch, dass Regie geführt wird von Boris Palmer. Ja, dann wäre ganz aus gewesen, hätte der Film nie kommen dürfen, auch nicht im Oktober. Aber man bereitet sich in Hollywood bereits vor auf die Zeit nach Corona. Man möchte auch natürlich Umsatz machen. Es gibt einen Film, der demnächst kommen soll, ein Remake eines Klassikers, und zwar der Todeskurs des Dr. Wuhan Shu, in den Hauptrollen Rotz-George, Schniefstoffer Lee und Regie Costa Smeralda. Ja, und es ist natürlich nur eine Frage der Zeit, bis RTL 2 aus der ganzen Sache Profit schlagen möchte mit einer neuen Serie. Ich sehe es schon vor mir. Patient Null, Horror aus Heinsberg. Habt ihr eigentlich die letzte Folge der Lindenstraße gesehen? Nein. Nein, ich war ja erst schockiert, weil angekündigt war, es könnte sein, dass Mutter Beimer es nicht überlebt. Das Finale der Lindenstraße, das war diese Schlagzeile in der WAZ. Lindenstraße, letzter Drehtag, muss Mutter Beimer sterben, und man sieht, sie brennt in der Küche. Ich kann es verraten, falls Sie den Schluss nochmal sehen wollen auf DVD, alle 100.000 Folgen. Ich verrate Ihnen den Schluss trotzdem. Sie schafft es. Also es ist nochmal gut ausgegangen, aber ich hatte darauf gesetzt, sie schafft es nicht. Und es gibt eine Nachfolgeserie auf Netflix, hätte ich gerne gesehen. Nightmare on Linden Street, Revenge of the Burnt Beimer. Was auch immer Mutter Beimer macht nach ihrer Karriere bei der Lindenstraße, wir wünschen ihr dabei viel Erfolg. Und wir schalten jetzt nochmal rüber zum Spendentelefon. Sind neue Gelder eingegangen? Ja, das ist total super. Wahnsinn, noch einmal 7.000 Euro für unseren Kollegen Mario Barth, den wir übrigens auch in einem kleinen Ausschnitt dabei haben. Den konnten wir gewinnen für eine exklusive Folge von Mario Barth deckt auf. Ja, liebe Zuschauer. Hier ist wieder euer Mario Barth und ich steck was auf, pass auf. Ganz investigativ, journalistisch, deck ich das auf, pass auf. Hier, pass auf, wahre Geschichte, wirklich, ja. Meine Freundin war auf Toilette, die war auf Toilette. Kennst du Toilette? Kennst du nicht, ne? Pass auf, aber wirklich wahr, pass auf, war auf Toilette und ich steck auf, was die gemacht hat. Kannst du kicken, pass auf, kick sie, pass auf, wirklich wahr, pass auf, hier, ich steck auf, ist der Deckel, ich steck das auf, pass auf, mit dem Deckel deck ich auf, pass auf. Das habe ich immer gesagt, die Frauen, die kacken Rosen. Verstehst du? Kennst du Rosen? Die kennst du. Das sind die Rose. So, jetzt live hier für Sie im Studio. Eigentlich wäre er dabei gewesen bei unserer Mai-Ausgabe vor Publikum. Jetzt nur hier in unserem, wie sagt man denn da, Behelfstheater. Hier im Baubedarf Sepe, meine Damen und Herren, hier ist ein Kollege, den ich normalerweise ansagen würde, mit folgendem Satz. Er sagt stets über unsere Stadt, das kulturelle Highlight von Bottrop sei die Stärkrader Kirmes. Aus Oberhausen, hier ist Matthias Reuter. Vielen Dank, Dankeschön. Mensch, ja, schön dabei zu sein hier bei Comedy im Sepe. Und ich möchte gerne einen Text vortragen. Es ist ein Text, der momentan vielleicht ganz gut passt, denn es geht um Autokinos. Und wir haben das ja gerade gesehen, Autokino, das ist momentan ein Kulturort. Also viel Kultur findet gerade im Autokino statt. Es gibt Künstler, die werden begeistert ausgehupt und das ist und zeigen zum ersten Mal wirklich in der Geschichte des Automobils auch ein zufriedenes Lächeln dabei. Und dieser Text ist aber so mehr aus der beginnenden Zeit des Autokinos. Es ist der Versuch einer Gruppe von mutigen Pionieren, nämlich der Familie Krechert, einen Kindergeburtstag in einem Autokino stattfinden zu lassen. Und das ist ein Text, der zeigt, dass es, also Familie kann schön sein, muss aber nicht in jedem Fall. Und dazu, wie gesagt, ein Text mit dem Titel Kindergeburtstag im Autokino, ein Drama in drei Akten. Erster Akt, Prolog, vor dem Film. Die Szenerie. Man sieht einen VW Charan Blau Metallic inmitten anderer Autos auf Parkplatz 3 eines Autokinos. Im Wagen anwesend sind alle Gäste des Kindergeburtstags von Pascal Krechert, außerdem Herr und Frau Krechert, Pascals Eltern. Frau Krechert. Manfred,
Warum sind wir nicht wenigstens mit zwei Autos hier reingefahren? Manfred Krecher, zwei Autos sind teurer und hier in den Scharan passen doch alle gut rein. Vier Kinder gleichzeitig von der Rücksitzbank. Wann gibt's Eis? Frau Krechert, wenn ihr brav seid, dann fahren wir alle nach dem Film noch zu McDonald's und essen ein Happy Meal. Pascal, ich kann nichts sehen. Der Papa ist zu groß. Frau Krechert, der Papa duckt sich gleich. Herr Krechert, wie der duckt sich der Papa? Soll ich mir jetzt hier den Genickstarre holen oder was? Frau Krechert, ja, wer ist denn auf die super Idee hier gekommen? Ich hab's noch in den Ohren. Da müssen wir nicht mal aussteigen, Angelika. Nur mit dem Auto hin und zurück. Lass das, Jerome. Pascal, der Jerome hat mir in die Nase gespuckt. Frau Krechert, Jerome, wenn du dem Pascal normal in die Nase spuckst, dann kriegst du kein Happy Meal. Jerome, ich mach kein Happy Meal. Ich will Eis. Alle Kinder gleichzeitig im Chor. Wir wollen Eis! Wir wollen Eis! Frau Krechert, ja, Manfred, sag du doch bitte auch mal was. Manfred Krechert kurbelt das Fenster runter. Vier Nocker bitte. Die Kinder. Ja! Nocker! Frau Krechert, ja, das ist so deine Erziehung, Manfred. Nicht? Einfach immer schön nachgeben. Und wer steht wieder als die Böse da? Wer ist wieder die Verbieterin, die keinen Spaß versteht? Jerome. Mir ist mein Eis runtergefallen. Herr Krechert, doch nicht auf die Sitze. Frau Krechert, ja, wenn man den Kindern auch noch unbedingt ein Eis ausgeben muss, da passiert sowas ja schon mal, nicht? Geh da mit dem Nocker vom Fenster weg, Lukas. Lukas, ich hab ein Gesicht gemalt! Pascal, das kann ich auch. Lass mich auch ans Fenster. Jerome nimmt Pascal das Eis weg, beißt selbst rein. Nocker. Pascal reißt Jerome den Arm rum, spuckt ihm kurz aus Rache zurück in die Nase und holt sich das Eis zurück, trifft dabei aber versehentlich seinen kleinen Bruder Nico mit dem Ellenbogen im Gesicht, woraufhin dessen Brille kaputt geht. Pascal, Nico und Jerome heulen. Lukas heult nicht und malt mit seinem Nocker noch ein weiteres Gesicht ans Fenster. Alle anderen drei Nocker befinden sich mittlerweile halb geschmolzen auf der Rücksitzbank. In diesem Moment beginnt der Film. Zweiter Akt, Hauptteil, der Film. Schon während der ersten Szenen des laufenden Films zeigt sich, dass Manfred Krechert offenbar doch auf Kinoparkplatz 4 und nicht auf 3 hätte fahren müssen und dass seine Frau Angelika mit ihrer Aussage: Außer uns sind nur ganz komische Typen hier, Manfred. Zumindest nicht völlig falsch lag. Gezeigt wird nämlich nicht der von Krechert erwartete Kinderfilm, sondern das kunstblutintensive Splatter-Horror-Spektakel Chainsaw Vanilla Killer, Untertitel Bloody Banana Split 2. Ein Film, der davon handelt, dass ein einarmiger Speiseeisverkäufer nach Genuss eines atomar-salmonellen verunreinigten Vanilleeises dem Wahnsinn verfällt und danach mit einer selbstgebastelten Einarmkettensäge alle niederstreckt, die kein Hörnchen mit Eis bei sich tragen. Frau Krechert. Was ist das denn? Das ist doch nicht Harry Potter. Herr Krechert, nee, also, meine Güte, was macht der denn mit der Säge da? Frau Krechert, das ist ja widerlich. Kinder, ihr haltet euch sofort die Augen zu. Die Kinder starren mit offenen Augen gebannt auf die Leinwand. Nico Krechert versucht, seine eisverschmierte Brille selbst zu reparieren. Jerome, boah, der sägt den kaputt. Frau Krechert, Manfred, tu doch was! Fahr weg! Manfred Krechert, Angelika, wir sind hier im Autokino. Um uns herum stehen überall Wagen. Wie soll ich denn wenden? Sag mal, geht der da jetzt mit der Säge in den Linienbus? Pascal, der will die alte Oma killen! Lukas, nee, die hat ein Eis in der Hand. Pascal, stimmt. Aber der Fahrer nicht. Jerome, zack und Kopf ab. In diesem Moment reagiert Angelika Krechert deutlich über, dreht den Zündschlüssel um. Der Wagen springt ungekoppelt einen halben Meter nach vorne und rammt den Dreier BMW von Mike Lotz, einem Bottropper Türsteher, der mit seinem Arbeitskollegen Bronco vor der um 22 Uhr beginnenden Schicht in einer Großdiskothek immer noch mal gerne einen motivierenden Film anschaut. Mike Lotz. Dem Typen schlag ich die Fresse ein. Bronco. Alter, denk an deine Bewährung. Mike Lotz, nicht beim BMW. Schnitt. Dritter Akt. Epilog nach dem Film. Pascal in Klammern glücklich. Papa, das war super.
der schönste Kindergeburtstag, den ich je gehabt habe. Lukas in Klammern schwärmend. Und wie der dicke Mann immer gegen das Auto getreten hat, das hat super geschaukelt. Jerome in Klammern euphorisiert. Das erzähle ich sofort zu Hause meiner Mama. Frau Krechert, Manfred Mittwoch ist Elternpflegschaft. Manfred Krechert, und da gehst du alleine hin! Und während die Kinder auf der eisverklebten Rückbank nochmal die schönsten Szenen aus Chainsaw Vanilla Killer, Bloody Banana Split 2 mit imaginären Einhandkettensägen Revue passieren lassen, lenkt Manfred Krechert seinen von den Füßen des Türstehers zerbeulten VW Charan in die Drive-Einfahrt von McDonald's, um dort für alle noch ein Eis zu kaufen und für sich und seine Frau ein Happy Meal, dessen Name die Stimmung der beiden am heutigen Abend nur ganz ungenau beschreibt. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Viel Spaß noch. Bis dann. So, ein weiterer Gast, der nicht live auftreten konnte, und zwar im April, das war Ingo Oschmann. Der ist aber jetzt auch live zugeschaltet. Hallo Ingo. Herr Eisenberg, Oschmann hier. Seid gegrüßt. Ich hoffe, es geht euch gut. Es geht uns gut. Habt ihr auch so viele Verschwörungstheorien in Düsseldorf? Ja, natürlich hat jeder seine Verschwörungstheorien. Ich habe auch meine Verschwörungstheorie. Und zwar? Ich habe zwei, also einmal wegen der globalen Geschichte und einmal wegen der deutschen Geschichte. Ja, erzähl. Also die globale ist, ich glaube, die ganzen Staatschefs und so, die haben sich alle mal heimlich getroffen. Dann haben die sich zusammengesetzt und haben gesagt, was ist unser größtes Problem? Und haben gesagt, Klima. Klima ist schon schwierig, das kann schon richtig kippen und nach hinten losgehen und so. Und dann haben gesagt, wer geht uns denn gerade am meisten auf den Sack? Und dann haben sie alle wie aus einem Mund die Thunberg, die hört erst auf zu plärren, wenn alle irgendwie, wenn da mal was passiert. Und dann, okay, wie kriegen wir das hin? Sag ja, gar nicht. Ne, müssen alle zu Hause bleiben. Aber das macht ja keiner. Und irgendein Praktikant hat gesagt, naja, wenn es so ein Virus geben würde, dann würden die da auch alle zu Hause bleiben, ganz brav so. Und dann sagen sie, ja, aber wer soll denn das machen, so ein Virus? Ne? Der darf nicht lange halten, das darf keine gute Qualität sein und teuer darf es auch nicht sein. Und alle wie aus einem Mund, China. Und damit haben sie sich verzockt. Und die interne Geschichte, warum wir Kulturschaffenden gerade so leiden müssen, warum wir nicht systemrelevant sind, warum wir keine Unterstützung bekommen, das meiner Meinung nach liegt an euch Kabarettisten. Also kann es froh sein, dass es die Krise gibt, dass es eine Kontaktsperre gibt, sonst würde ich dir ordentlich mal die Öhrchen lang ziehen, weil ihr habt jahrelang auf den Politikern rumgehackt. Sie seien zu doof, sie seien blöd für alles und machen alles falsch. Die waren so genervt, dass sie sich jetzt rächen, ja, dass sie sagen, jetzt lassen wir die mal ordentlich verhungern. Und jeder Kabarettist, jeder Künstler, der jetzt da die Regale beim Rewe einräumt, da gehen die Politiker dran vorbei und zeigen einen schönen Stinkefinger und sagen, und wer ist jetzt doof? Ihr Kabarettisten habt uns das eingebrockt. So, und jetzt gehe ich wieder in den Garten, die Sonne scheint. Alles Liebe euch, John Ingo. The Pod Boys. So, und wir kommen jetzt zu einer der beliebtesten Rubriken in unserer Show, die wir vor einigen Monaten eingeführt haben, denn ich habe dieses tolle Buch von einem Freund geschenkt bekommen. Er hat es im Antiquariat aufgestöbert. Die schönsten Witze aus der DDR, und wir verlesen jeden Monat einen Witz, und zwar mit der Stimme eines Prominenten, der damals dabei gewesen war oder in der Zeit gelebt hat, im weitesten Sinne damit zu tun hatte. Und wir könnten vielleicht heute Norbert Blüm nehmen. Ja. Ja, als Hommage an Norbert Blüm zu aktuellem Anlass. Und ist nicht pietätlos, oder? Kann man machen. Norbert Blüm war jemand mit viel Humor. Das ist in Ordnung, oder? Ja. Gut, dann also jetzt unsere Rubrik, der Witz der DDR. Auferstanden aus Ruinen.
goldene Witz der DDR. Wo endet der Sozialismus? Bei minus 5 Grad. Auferstanden aus Ruinen, der Witz der DDR. Ja, und es gab ja aber noch ein paar andere Meldungen, nicht nur etwas zu Covid-19. Es wurde auch berichtet zum Beispiel über Saudi-Arabien. In der WAZ stand, Saudi-Arabien schafft das Auspeitschen ab. Wir finden das unheimlich toll. Ab sofort wird nur noch geköpft. Ja. Und wir wünschen dem saudischen Kronprinzen bei seinem Reformkurs viel Erfolg. Ja, momentan steht die Welt zwar auf dem Kopf, aber einiges bleibt auch so, wie es immer schon war. Zum Beispiel in der SPD, da kann man nach wie vor mit dem Spitzenpersonal nicht richtig umgehen. Und dazu hat unser Kollege Tilman Lucke aus Berlin einen kleinen Tagesthemenkommentar verfasst und den sehen wir jetzt. Hallo! Hier in Berlin geht's wie immer rund. Die Politik ist krankgeschrieben. Nee, nicht Corona, sondern noch schlimmer, die Politik hat SPD. Mal wieder. Die Andrea Nahles Gedenkmobberei war ja die einzige Großveranstaltung, die in diesem Jahr nicht verschoben wurde. Verloren hat der langjährige innerparteiliche Intrigenmeister Johannes Kahrs. Eigentlich wollte er Wehrbeauftragter werden, aber der bisherige Amtsinhaber Hans-Peter Bartels wollte diesen Posten behalten. Kein Problem, sagt Fraktionschef Mütze nicht. Dann verspreche ich den Posten eben euch beiden. Am Ende wurde es keiner von beiden, sondern Eva Högel, nach dem bewährten Koalitionsrezept. Experten ja, aber doch bitte nicht auf ihrem Gebiet. Kahrs gab dann entnervt sein Bundestagsmandat zurück. Ich fand den als Redner immer klasse. Zum Beispiel 2018 hat er im Bundestag gegen die AfD folgendermaßen gepoltert. Hass macht hässlich. Schauen Sie über den Spiegel. Und Kronen der Schöpfung wie Beatrix von Storch, Alexander Gauland und Armin Paul Hampel treten tagtäglich im Plenum den Beweis dieser Feststellung an. Johannes Kahrs, der Hamburger Hochleistungshautdegen, der Träger des schwarzen Gürtels in Strippenzieherei, der war immer überall mit dabei, wenn es um Personalentscheidungen ging. Ein echter Wehrbeauftragter. Der ist übrigens auch Mitglied des sogenannten LaSalle-Kreises in Erinnerung an den ersten SPD-Vorsitzenden Ferdinand LaSalle, der sogar noch ein bisschen mehr aggro war als Johannes Kahrs. Der hat nämlich damals ein Duell angezettelt und ist dabei aus Versehen verstorben. Sein coolster und ehrlichster Diss war 2017 in der Debatte um die Einführung der Ehe für alle. Die ist ja von Frau Merkel eher unabsichtlich auf die Tagesordnung gesetzt worden. Und seine Rede beendete er in Richtung Merkel folgendermaßen. Das ist erbärmlich, das ist peinlich und ehrlicherweise, Frau Merkel, vielen Dank für nichts. Ja, auf solche Szenen müssen wir in Zukunft leider verzichten. Das Kahrs dann wohl. Johannes Kahrs ist ja Oberst der Reserve, inzwischen eher Oberst der Konserve. Aber er kann sich trösten, er ist ja bekennender Disney-Fan und hat in Zukunft einfach viel mehr Zeit für seine Sammlung der lustigen Taschenbücher. Und da wird es ihn trösten, dass in Entenhausen die Politiker immer als Schweine dargestellt werden. The Pod Boys. So, und kommen wir jetzt zu unserer allerbeliebtesten Rubrik in unserer Show, zu unserem Comedy im Saal Bilderrätsel. Das ist diesmal nicht ganz so schwer zu lösen, denn so viele Themen hatten wir nicht, worauf sich das Bilderrätsel beziehen könnte. Wir wünschen Ihnen bei der Lösung viel Erfolg. Und so sieht unser Bilderrätsel im Covid-Mai aus. Wir sehen hier zum einen ein Pärchen, das nicht mehr zusammen ist. Uns interessiert zwar schon noch das Verhältnis der beiden, aber ihn haben wir weggestrichen. Es geht nur um sie im Verhältnis zu ihm. Dann eine beliebte Trickfilmfigur, gesprochen von Otto Waalkes. Eine Kindersendung
im deutschen Fernsehen. Ein linken Politiker. Ein Fortbewegungsmittel, damals noch mit Dampf. Und eine Handvoll Federn. Wer von unseren zahlreichen Zuschauern traut sich zu, unser Bilderrätsel im Mai zu lösen? Und hier höre ich jetzt nach Stunden die richtige Lösung. Jetzt mache ich wieder an. Corinna sieht aus Lockdown. Das lassen wir gelten. Die richtige Lösung wäre natürlich Exit aus dem Lockdown. Exit aus dem Lockdown. Herzlichen Glückwunsch, gewonnen hat unser Sponsor Oliver Sepe. Und Olli hat gewonnen einen Gutschein für ein Schnupper-Abo auf der Herrentoilette. Herzlichen Glückwunsch, Oliver Sepe. Bitte schön. The Port Boys. So, und da ich gerade hier bei unserem Bilderrätsel unserem Sponsor die Hand gereicht habe, möchte ich mich auch natürlich an die Schutzmaßnahmen halten und desinfiziere nochmal schön nach. Oh, ist es möglich? Hat er selbst die Nummer von hier rausgefunden? Glaube ich nicht. Aber das können wir jetzt eigentlich nicht machen, dass wir rangehen, oder? Doch. Oder? Doch, so. Ja, diesmal? Also jetzt. In Corona-Zeiten ist das bestimmt. In Corona-Zeiten ist das. Kann ich. Ist alles zu. Ja. Ist das in Ordnung? Also für euch wäre okay, wenn ich rangehe. Ja? Wir können ja einen Kompromiss finden. Also für diejenigen, die den geilen Ralle, falls er überhaupt dran ist, nicht sehen wollen, wir können jetzt ein Bild einblenden als Warnung. Wir haben das mal vorbereitet für alle Fälle. Das ist das hier. Und wenn Sie das nachher nicht mehr sehen, ja, dann können Sie quasi wieder einsteigen in die Show. Sie können jetzt vorspulen mit Ihrem Mauszeiger, ja, so rum. Also so rum müssen Sie quasi ein Stückchen und dann, wenn Sie das Bild nicht mehr sehen, dann können Sie wieder, ja, okay. Also dann würde ich jetzt einfach rangehen. Gut, Achtung. Hallo? Hallöchen Eisenbart. Hier ist wieder der geile Ralle. Ja, das haben wir befürchtet und immer noch Berg, Eisenberg. Ja, egal, Eisenbühne. Ich hab gehört, euch Kleinkünstlern geht es schlecht in der Corona-Krise. Da wollte ich dir etwa Trost spenden. Denn dem geilen Ralle geht es ja nicht besser in Kontaktverbot, verstehst du? Ja, ich kann's mir denken. Du hast bestimmt gehört, dass jetzt in der Krise 50% mehr ferngesteuerte Vibratoren verkauft worden sind. Alle an mich. Ich muss mein Fanclub ja bei Laune halten. Wenn die ganzen Mädels ihren Corona-Keuschheitsgürtel tragen müssen, komme ich mit meinen WLAN-Schlüssel, wenn du verstehst, was ich meine. Also, ich darf auch nur noch online ran, genau wie du, Eisenbubble. Meine Massagedienste sind verboten. Mein Club in Sauerland hat auch dicht gemacht. Shutdown war vorher ein Fremdwort für mich. Ich kannte immer nur Shutdown, wenn du verstehst, was ich meine. Sogar die Dreharbeiten zu meinem neuen Film musste ich abbrechen. Was denn für ein Film? Ganz hohe Kunst, Eisenhalde. Ein Kammerspiel. Ein Wäschekammerspiel. Anästhesistas of Love. Verbotene Liebe im Krankenhaus. Mit zwei Ärztinnen, die Patienten in die Narkose vögeln. In den Hauptrollen die sündige Sandra und die wollüstige Wanda.
Als Nebendarsteller hatte ich meine Kumpels engagiert. Den läufigen Leo und den klebrigen Kalle. Nur der glitschige Gerd, der hatte das Casting nicht geschafft. Er hatte zu wenig Ausdauer und nicht das nötige Equipment, wenn du verstehst. Der kriegt ja schon vor der Krise Kurzarbeitergeld. Ja, ich glaube, wir brechen das jetzt ab an dieser Stelle. Papalapap, Eisenschrei. Wir sitzen noch irgendwie im selben Boot. Wir gehören zur Berufsrisikogruppe. Aber wenn ich meinen Film nicht drehen darf, kann ich ja wenigstens mit einem Witz deine Show retten. Den habe ich aus dem Internet. Also genau das Richtige für deine Online-Show, Eisenherz. Pass auf. Ein Mann macht Urlaub auf einen Bauernhof. Gleich am ersten Tag sticht ihn eine Wespe in seinen Penis. Der Mann wendet sich an den Bauern und dieser rät ihn, seinen kleinen Freund in Milch zu baden. Als der Mann sein gestochenes Stück gerade in ein schönes Glas kalte Milch hängt, kommt zufällig die 18-jährige Tochter des Bauern vorbei und schaut sich die Sache interessiert an. Da meint der Gast zu ihr, hast du sowas etwa noch nie gesehen? Sagt sie, doch sicher, aber noch nie, wie er wieder aufgetankt wird. Also, Eisenblümchen, dann bis zum nächsten Mal. Euer geiler Ralle. Wir kommen jetzt zu unserem zweiten Studiogast, der live hier sein wird. Er ist Bottropper geworden vor wenigen Monaten und will hier nie wieder wegziehen. Dafür wird Manni Miketta sorgen, denn er wohnt in dem Haus seiner Eltern. Wo ist das? Jetzt ist es sein Haus, jetzt ist er verpflichtet auf ewig Bottropper und deshalb wurde er genötigt, in dieser Show auftreten zu müssen. Hier ist unser lieber Kollege Nito Torres! Ja, ja, Nito, ich glaube, wir können die Masken, damit man uns vielleicht auch so versteht. Das ist, es ist, glaube ich, in Ordnung, oder? Du konntest die Zeit genießen, die Corona-Zeit? Ja, total. Ich bin braun geworden. Ich habe mir einen Bart wachsen lassen. Wie wir alle fast. Nur Jens hatte ja vorher schon den Bart. Und Roland hat keinen Bartwuchs. So ein Bart. Ja. Mir fällt der immer ab jeden Morgen. Ich möchte ja nicht wissen, was passiert, wenn ihr die Hosen runterlasst. Aber da ist nichts mehr. Das Schlimme ist, ich weiß das, was passiert. Und du möchtest es nicht wissen. Ja, okay. So. Dir geht's gut? Mir geht's gut, und ja, ganz ausgezeichnet. Ich nutze die Zeit, um Mannis Elternhaus zu renovieren und es zu meinem Haus zu machen und genieße die freundlichen Menschen hier in der Stadt. Sonnenschein, Garten, toll. Und für dich ist der Arbeitsweg natürlich auch kurz geworden. Ne? Jetzt nach Oberhausen drüber ins Ebertbad, nur jetzt wird halt nicht gespielt. Ist natürlich ein bisschen dumm gelaufen, vom Timing her nicht ganz so günstig. Ich habe mir extra ein Fahrrad zugelegt und da ich jetzt nicht zur Arbeit fahre, werde ich einfach immer dicker. Na Nito, wann geht's denn für euch weiter? Habt ihr schon eine Ansage? Wann spielt ihr wieder? Ach, macht ihr was, Gott, im Sommer? Keiner weiß irgendwas. Natürlich wird es offiziell ab Juni wieder Programm geben, auf irgendeine Art und Weise. Es wird gerade gesucht, welche Möglichkeiten, aber keiner weiß was. Ja, einfach auf der Internetseite verfolgen, ja. ebertbad.de. Auch die finden Sie natürlich noch einmal unten unter dem Clip bei YouTube. Ja, ja, und du hast uns jetzt einen schönen Song mitgebracht, ja. ein Klassiker, ein recht neues Stück, naja, noch eigentlich, aber schon. Aber es ist schon ein Klassiker. Es ist schon jetzt ein Klassiker, genau. Ja, tatsächlich, ich habe ja eine CD gemacht mit diesem Song drauf und diese CD verkauft sich wie warme Semmeln. Nur ich kann sie nicht verkaufen, weil ich nicht rauskomme. Ja, aber das wird sich ja vielleicht jetzt ändern. Man kann dich ja einfach anmailen, wenn man die CD haben möchte. Genau, ja, ein Lied, das nicht besser unsere Show hier im Ruhrgebiet abschließen könnte. Wie heißt der Song, Nito? Der Song heißt Import. Import. Nito Torres and the Port Boys. Yeah. Wo
ist es nett gemeint und überhaupt nicht barsch, wenn man zur Begrüßung sagt: Na du Arsch, wo meint man mit Zechen nicht nur alte Gebäude? Und wo bedeutet Kohle machen zweierlei? Rot-Weiß Essen, Rot-Weiß Oberhausen, Rot-Weiß Pommes, Ahoi Brausen. Wo lässt man zur Curry die Salatbeilage weg? Und wo trifft man sich zum Frühstück auf ein Herrengedeck? Im Pott, im Pott, im Pott. Wo ist nach 22 Uhr nix los? Dafür ist der Gasometer riesengroß. Wo hat man nix am Hut mit die Artikel? Wo ist Grammatik überflüssiges Gefrickel? Wo trifft man sich zum Knutschen auf der Halde? Wo kann man auf fast jeder Autobahn für Bier und Fluppen kaufen bis zur nächsten Bude fahren? Im Pott, im Pott, im Pott, im Pott. Im Pott, im Pott. Pott, das ist Ruhrgebiet, wo man Düsseldorfer Gott sei Dank ganz selten sieht. Pott, hier brauchst du kein Shishi, hier sind die Hosen nicht tot, nein, hier leben die. Pott, das ist Ruhrgebiet, wo man vom Gasometer bis zur Nordsee sieht. Im Pott wird dir im Kopf ganz anders, weil der Himmel hier. Solo! Stimmung! Yeah! Manche gehen zur Schicht, manche arbeiten nicht. Manche sind schon vor der Arbeit dicht. Wo sagt man Olle und geile Schnalle? In der Kita und an der Trinkhalle. Wo ist Nostalgie? Nicht nur ein Wort. Wo will man hin? Von wo will man fort? Wo gibt es Städtenamen wie Castrop-Rauxel und wo reimt sich jetzt wirklich überhaupt nichts drauf? Wo springt man für Nachbarn gerne in die Bresche? Wo tragen Frauen BVB-Reizwäsche? Wo kann man Assi sein und trotzdem kultiviert? Hier im Ruhrgebiet. Pott, das ist Ruhrgebiet, wohin noch nicht einmal der Sachse flieht. Das ist ne Philosophie, hier bleibst du für immer oder easy. Pott, das Gebiet an der Ruhr, hier hat man nix auf dem Konto, hier hat man Kontur. Im Pott hat man Kanten und Ecken, hier tut man sich nicht hinter falscher Höflichkeit verstecken. Pott, hier sitzt du am Kanal, hier sind die Würste heiß und das Bier ist nicht schal. Im Pott wird dir im Kopf ganz anders, weil der Himmel hier, der kann was. Hier, der kann was. Oh, ich bin fertig. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns live besuchen. Wir hoffen, dass das im September möglich ist. Alle wichtigen Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite und über alle Medienkanäle. Wir sagen Dankeschön, machen Sie es gut, passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund. Im Pott. Wow. Im Pott. Okay. Ich bin so raus. Ich bin seit 2 Monaten. Wir können ja nicht ständig neu anfangen. So ist wohl nicht. Dann wären wir heute Abend noch hier sitzen, wenn wir ständig neu angefangen hätten. Jetzt bist du der Erste, der es nicht beim ersten Mal kann. Echt jetzt? Nein, es fügt sich in eine lange schwierige Reihe. Verkettung unglücklicher Umstände, würde ich sagen. Okay. Ja. Lass uns den doch einfach nochmal anfangen. Ja. Verkettung.